So Leute, wie angekündigt, drehen wir heute Abend jetzt das Video. Wir befinden uns bei mir direkt um die Ecke beim Team Beast und die haben hier so ein privates Trainingsgelände und haben uns ermöglicht, hier rumzuballern. Denn die haben bei der Witterung draußen hier drin noch 15 Grad und deswegen können wir auch diese Bomben benutzen. So, hier haben wir einmal drei Glocks von Umarex, einmal die 19 von Dave, die 17 von Dave und halt auch meine, wie angesprochen, die Glock 17 von Umarex, die ich bekommen habe. Genau, das heißt, wir werden die 17 schießen und die 19 werden wir auch mal testen. Hier die ASG Glock 19, die ich die ganze Zeit gezockt habe. Und dann noch die Tokumarui, ne, die einfach auch scheiß teuer ist, das muss man sich mal überlegen, ich glaube, die kostet 300 Euro. Das ist schon eine satte Nummer. Ne? Habe ich aber auch noch nicht geschossen, bin ich echt gespannt drauf. So, erstmal von der Optik. Jetzt ist hier, das ist die Tokyo Marui Variante. Man muss natürlich dazu sagen, dass die von VFC halt ein offizielles Glock-Lizenz haben. Das heißt, alle Markings, die auf irgendwelchen anderen Waffen drauf sind, sind halt einfach nicht offiziell, sind illegal. Von daher brauche ich auf die Markings jetzt auf der Tokyo Marui Glock gar nicht eingehen. Aber sieht halt einfach aus wie eine Glock, so 1:1 Nachbau. Ebenso bei der ASG Glock, wobei die ist natürlich hier komplett ohne Markings. Ne? Das ist halt ein bisschen ja, unschöner. Und übrigens, ja, die hat natürlich Metallslide. Die Tokyo Marui sowie auch die Umarex Glocks, also die VFCs, haben kein Metallslide jetzt hier. Ist natürlich bei dem Wetter jetzt mit der Kälte dann auch nicht von Vorteil. Genau, dann ja, zu den Glocks von Umarex. Die sehen halt einfach 1:1 aus wie die echten Glocks. Also hier gibt es optisch fast keinen Unterschied. Hier steht natürlich drauf, dass die 6mm Kaliber haben, haben die echten Glocks nicht. Das ist erstmal zu der Optik zu sagen. Was ich aber persönlich richtig geil finde, das habe ich auch noch nie gesehen bei irgendeiner Glock, die es auf dem Markt gibt. Die, und das liegt natürlich an der Lizenz, Magazine. Das sind halt Glock-Magazine, so. Mega nice. Habe ich noch nie so gesehen, finde ich persönlich echt cool. Ja. Also ist natürlich auch so eine Sache, ne? Es gibt auch viele, die interessiert sind, feuchten Furz, was da drauf steht. Ich bin jetzt auch nicht so der Renekter-Typ, aber jetzt gerade hinsichtlich meiner Lieblingspistole finde ich das schon ziemlich cool. So, was ich noch dabei habe, ist hier mein Belt, den ich auch mal zum Airsoft-Zocken nutze. HSGI, also. Ohne Scheiß, feiere ich komplett ab, ist auch mega zweckmäßig. Und ich habe hier meinen Blackhawk Holster halt bei. Da müssen wir auch mal gucken, ich hatte mal eine Glock von WE, die habe ich allerdings nicht mehr, die hat nicht reingepasst. Ich glaube, die war ein bisschen zu dick, die Glock, hat dann einfach nicht ins Holster gepasst, bringt mir dann auch mal nichts. Dann muss ich mir wieder ein neues Holster kaufen, da habe ich keinen Bock drauf. So, dann probieren wir das mal. So, was man hier sieht, und das ist echt interessant, hier haben wir einmal das Magazin von ASG und hier kann man unten quasi den Hebel arretieren, also die Feder arretieren, damit man hier halt leichter befüllen kann. Aber man muss halt immer hier oben über dieses kleine Loch halt befüllen, was halt mega scheiße ist. Also es ist wirklich aufwendig, ja. Dann haben wir hier einmal die Tokyo Marui Glock. Da ist es schon ein bisschen praktischer und zwar kann man das hier nach unten ziehen und kann es von unten her befüllen. Also haut man hier den Speedloader rein nur und befüllt das Magazin. Da kommt man hier mit dem Speedloader rein und befüllt so das Magazin. Geht natürlich wesentlich schneller, ist auf jeden Fall schon mal mitgedacht worden. So bei der VFC-Variante, da wurde einfach noch einen Schritt weiter gedacht. Hier kann man auch die Feder halt nach unten ziehen, um es halt schneller zu befüllen. Allerdings schon hier oben, ja, wie ihr seht. Man muss jetzt nicht bis nach ganz unten ziehen, was natürlich wesentlich ja, schwerer ist. Ne? Man kann es einfach schon direkt hier oben voll machen und kann halt so leicht ein Pistolenmagazin voll machen, wie eigentlich bei keiner anderen Magazinvariante. So, wir fangen an mit der Variante von ASG, die ich die ganze Zeit schon genutzt habe. Wie gesagt, das ist hier kein Review und dafür sind wir auch nicht der Kanal. Es ist einfach so ein ganz subjektiver Test für mich, was ich halt spielen möchte. Die habe ich bis dato immer gespielt, ich war recht zufrieden. Allerdings gab es ja, wie allein jetzt schon am Magazin, so zwei, drei Sachen, die man einfach besser machen kann, wie wir es jetzt einfach bei der VFC-Variante und auch bei der Tokyo Marui-Variante gesehen haben. Magazinkapazität hier 22 Schuss. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, so ein relativ kleines Ziel auf 5 Meter zu treffen. Genau, und wir sparen uns auf das Kronen, denn bei den Temperaturen sind die Werte sowieso relativ nichtig. Also das habe ich ja bis dato gespielt, das Setup. Das heißt, die Waffe passt natürlich ins Holster, ne? Rutscht mir nicht raus. Das Holster ist halt, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, aber es passt halt einfach und ich kann sie relativ schnell ziehen, ohne dass es hakt. Das heißt, die Maße sind halt natürlich perfekt für mein Holster. So, jetzt probieren wir das einfach mal aus, wie sich das jetzt beim Schießen verhält. Ja, trotz des Wetters haben wir auf jeden Fall ein ganzes Magazin durchjagen können, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich glaube, ich habe auch 1, 2, 3 Mal getroffen. Ich sag mal so, im CQB-Bereich, da müssen wir mal realistisch bleiben, so 15 Meter ist da, denke ich mal, die optimale Kampfentfernung, beziehungsweise auch vielleicht schon dann die maximale. Und das reicht vollkommen, ich gehe stark davon aus, dass das jede Waffe leisten kann. So, ja, auf jeden Fall Ziel bekämpft, ne, das hat geklappt.
Und die sind auch, die ich jetzt nicht getroffen habe, sind auch hinten in die Wand eingeschlagen. Das heißt, hier auf 10, 15 Meter natürlich kein Problem. Ja, und von der Leistung her, da war ich bis dato immer zufrieden. Also jetzt ist uns Folgendes passiert. Theorie und Praxis sind ja mal zwei verschiedene Paar Schuhe. So, ich habe jetzt 17 Schuss reingeladen und durch den eingangs genannten Vorteil, dass ich die von oben beladen kann, ja, habe ich jetzt natürlich das Problem, müssen wir mal anschauen, zoom mal ran hier. Jetzt habe ich das Problem, dass ich ja hier, also ich zeige es euch mal nochmal genau. Ich habe jetzt das Problem, dass ich hier natürlich nicht mehr rankomme. Wie ihr seht, blockieren jetzt die Bälle hier. Ne? Das heißt, egal wie ich es jetzt schiebe und wende, ich müsste jetzt die anderen Schuss von hier oben befüllen. Ja, das müssen wir natürlich jetzt hier auch nochmal sagen, da ist das nicht nur ein Vorteil. So, als nächstes probieren wir uns mal mit der Glock von Tokio Marui. Kapazität dort 24 Schuss im Magazin, da sind jetzt zwei Schuss mehr drin. Liegt aber eigentlich nur daran, dass wir bei dem ASG-Magazin ja unten die Arretierung haben. Und im Eifer des Gefechts, oder wenn man ab und zu so doof ist wie ich, dann bleibt die Arretierung unten hängen, dann löst du einen Schuss aus, ja, und dann wunderst du dich, dass nichts mehr nachkommt. Liegt einfach daran, dass die Feder nicht mehr nach oben fördert. So, das Problem wird jetzt hier nicht entstehen. Wir haben hier keine Arretierung und demzufolge kriegen wir zwei Schuss mehr rein. Genau, die Arretierung ist hier auch nicht notwendig gewesen, wie ihr gesehen habt, weil wir das Magazin ja auch von hier aus befüllen konnten. Gut, ja, jetzt haben wir schon ein Problem. So, das Magazin passt nicht richtig in mein Holster. Das ist auch ein Glock 17 Modell, sollte quasi die gleichen Abmaßungen haben, passt aber jetzt schon mal nicht in meinem Blackhawk Holster rein. Ne? Das ist schon mal nicht gut. Ne? Kann ich schon mal jetzt, müsste ich jetzt das Holster tauschen, wenn ich die halt zu meinem Setup zählen würde. Ja, alles klar. Gucken wir mal, wie das Schussbild aussieht. Gut, jetzt konnte ich hier kein ganzes Magazin raushauen. Hier sind noch vier Schuss sind noch drin. Jetzt muss ich gleich dazu sagen, dass die erste Glock, die von ASG, die spiele ich schon, boah, ich weiß nicht, bestimmt 2 Jahre, 3 Jahre. Ja. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Spiele gesehen. Die hier ist quasi fabrikneu. Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal der alten ASG zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz, also die Waffe hat sich jetzt auf jeden Fall beim Schießen schon mal geiler angefühlt. Ja, ihr wisst ja selber, was ich meine. Also die Haptik, so wie der Schnitt nach hinten geführt wird, ist allerdings auch, wie vorhin eingangs gesagt, ein Kunststoffslide. Ja, mal fand ich jetzt schon mal vom Schießen her angenehmer. Nichtsdestotrotz, kein Magazin durchgerotzt, aber wir haben es ja auch arschkalt. Ja, also wie gesagt, na, das ist jetzt alles eine relative Geschichte. Ja, also auch hier, klar, jetzt habe ich getroffen, das liegt auch ein bisschen am Schützen so. Der eine trifft da mehr, der andere weniger. Aber für eine CQB-Waffe, die wird auch ihren Zweck erfüllen. 10, 15 Meter, gar kein Problem. So, jetzt mal die VFC-Variante. Alles klar. So. Ja, passt ideal. Da bin ich jetzt schon echt happy drum. Ne? Wäre sehr schade, wenn auch die nicht in meinen Holster passen würde. Aber doch, perfekt, wie dafür gemacht. So, mal schauen, was das Schussbild macht. Okay, ach, guck mal an. Ist aber leer. Also haben wir noch mehr bekommen, aber wie gesagt, hier wird es auch nicht wärmer drin. So, mal schauen, ob ich getroffen habe. Also auf diese 5 Meter, 5, 6 Meter jetzt auch keine große Kunst, ne? Wie eingangs gesagt. Auch halt 10, 15 Meter CQB, gar kein Problem, da performt die gut. Ich muss sagen, also auch von der Haptik und auch, was mich jetzt echt gewundert hat, die hat einen Durchschlag, das ist schon pervers. Also das ist das GBB-Gefühl, fand ich jetzt hier am stärksten. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe auch eher gedacht, jetzt bei der ASG mit dem Metallslide hätte ich halt einen größeren Rückschlag, weil halt nur mal ein Metall nach hinten geführt wird. Aber nee, bei der hast du schon das Gefühl, dass du auf jeden Fall auch eine Wumme in der Hand hältst. Das fand ich ziemlich cool. So, ja, Fazit zu der ganzen Geschichte ist, ich werde zukünftig die Glock von VFC spielen. Mal davon ganz abgesehen, dass das die einzige ist, die lizenziert ist, ne, ist sie auch halt einfach optisch ziemlich geil, dadurch, dass sie halt einfach die ganzen Markings hat. Und ja, die Führigkeit in meinem Holster ist gewährleistet. Und es ist halt der Kunststoffslide, ne? Das ist halt das, worauf ich sowieso ja, eigentlich mehr Wert lege, weil bei der kalten Witterung ist es mit dem Metallslide halt noch schwieriger, diese Waffen zu schießen. Und wir sind nun mal in Deutschland und nicht auf Gran Canaria. Gut, was bleibt noch zu erwähnen? Also wir haben mit Guai Guai, also G&G Munition geschossen. Wir haben
Oberland, nee, welches hatten wir? Wir haben Elite Force Gas genutzt. Ja, und es ist natürlich kein technisches Review. Also natürlich habe ich die Waffen auch mal aufgemacht und habe mir angeguckt, was da drinnen abgeht. Nichtsdestotrotz brauche ich euch ja keine erzählen von den Geschichten, weil ich davon einfach nicht so den Mega-Plan habe. GSP hat dazu auch schon Reviews gemacht, zieht euch das rein. Also das ist komplett subjektiv für mich. Ich habe Bock auf die Glock von VFC und die werde ich auch zukünftig spielen. So, zur Info noch. Am Wochenende findet auf The Hill das Jingle Bell Event statt. Jingle Bell Hill, 48-Stunden-Game. Wer daran teilnimmt, hat die Möglichkeit, zwei Dark Emergency 6-Karten zu gewinnen. Die haben wir gesponsert. Also, wer da ist, viel Glück. So, das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao. Yeah. Also, jetzt haben wir noch die Frauenglock, die Glock 19. Also, ungelogen. Also, für die Frau ist das, glaube ich, echt geil. Ist halt mega klein, das Ding. Voll süß. War schon mal an. Ja, voll geile Zeit. Guck mal, sag mal, Tötut. The King goes. Sorry, Baby, alles ist Business. Du machst das. Ja, fürs Auto ist das doch gar nicht so schlecht. I'm sorry, ja.